Diese Woche gibt es die Champions League Halbfinal-Hinspiele ohne deutsche Beteiligung, aber dafür mit dem vorweggenommenen Endspiel und dazu bekommt ihr hier die Tipps. Und die Bayern sind ja gegen Villarreal ausgeschieden und die spielen am Mittwoch in Liverpool. Da kann man es eigentlich kurz machen, Liverpool damit mehr oder weniger mit einem Bein im Finale. Aber das dachte man ja auch schon bei den Bayern, dass die gegen Villarreal sich nicht so schwer tun würden. Und am Ende, dass sie sogar ausscheiden, das war natürlich eine faustdicke Überraschung, dass Villarreal überhaupt im Halbfinale der Champions League steht. Das ist vielleicht die größte Sensation. Sonst alle anderen Teams sind ja mehr oder weniger die Top-Favoriten auch gewesen. Nun ist Liverpool aber natürlich gewarnt, wie Villarreal hier auftreten könnte. Natürlich aus einer sehr ballsicheren Art zu spielen. Klopp wird aber sein bekanntes Gegenpressing anbringen und mehr Möglichkeiten finden, als das die Bayern getan haben, um die Villarreal-Defensive zu knacken. Das könnte allerdings daraus hinauslaufen, dass es nicht so ein klarer Sieg für Liverpool wird, wie hier die Laien. Denn da müsste Liverpool schon mit 2 Toren Vorsprung zu gewinnen, damit man die Hälfte dieser Quote gewinnt. Also eigentlich eine schlechte Wette. Und damit man hier diese Quote von 2,05 gewinnt, müsste Liverpool mit 3 Toren Vorsprung gewinnen. Und das ist eigentlich in einem Champions-League-Halbfinale ein bisschen respektlos schon fast. Deswegen würde ich da nicht drauf wetten. Auch wenn ich natürlich davon ausgehe, dass Liverpool das Spiel gewinnt. Aber vielleicht halt eher knapper. Und selbst wenn sie deutlich gewinnen sollten, ist das keine gute Quote, um darauf zu tippen oder zu wetten. Tippen kannst ja viel. Deswegen mein Ergebnistipp hier eher ein 2:1 für Liverpool. Das gäbe bei einem Correct Score eine 9,5. Warum sollte Villarreal ein Tor schießen? Naja, weil sie eben auch auf Konter spekulieren könnten, wie sie es gegen die Bayern getan haben und dann vielleicht zu einer Chance kommen. Realistischer ist vielleicht ein 2:0, aber beides deckt diese Line nicht unbedingt ab. Bei Total Goals darauf zu spekulieren, dass wenig Tore fallen, ist auch ein bisschen zu heiß. Diese Torlinie ist immer so gut gezogen, dass es echt schwer ist, mit diesen Over und Under überhaupt Value zu finden, nicht nur in diesem Spiel. Beide Treffen bei 2,17 würde voraussetzen, dass man wirklich gute Argumente dafür hat, dass Villarreal ein Tor schießt. Das haben wir nicht unbedingt. Die sind jetzt nicht die Tormaschine. Sie treffen zwar anscheinend regelmäßig, aber auch jetzt nicht so häufig, dass man jetzt daraus einfach eine Wette ableiten würde. Also ganz schwer zu sagen, unmöglich zu tippen. Schauen wir mal, ob das bei Manchester City gegen Real anders ist. Das ist ja das Dienstagsspiel. Pep Guardiola gegen Carlo Ancelotti, die beiden Ex-Bayern-Trainer im Champions-League-Halbfinalduell. Und hier eine sehr klare Favoritenrolle von Man City. Erstens, sie spielen zu Hause. Zweitens, kein weiteres Argument, denn vom Kader her sind sie vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht sind sie auch torhungriger und sogar in der Defensive ein Tick besser als Real. Aber in der Summe macht das hier nicht so einen krassen Unterschied in meinen Augen. Real hat sich ja gegen Chelsea durchgesetzt, gegen Tuchel und Co., gegen den Titelverteidiger. Allerdings haben sie das Rückspiel halt auch verloren mit 3:1 und erst das 2:3 in der Nachspiel oder in der Verlängerung von Benzema hat dafür gesorgt, dass Real überhaupt im Halbfinale steht. Also das war schon eine enge Kiste. Und man kann vielleicht Chelsea und Man City auch miteinander vergleichen. Das letzte direkte Duell zwischen City und Chelsea endete 1:0 für Man City. Aber die sind natürlich auch schlagbar, wie es zuletzt Liverpool gezeigt hat, die im FA Cup die Nase vorn hatten. Und auch die Spiele gegen Atletico Madrid waren jetzt keine klaren Angelegenheiten von City. Da erinnert man sich halt an dieses hitzige Rückspiel von 0:0. Das Hinspiel hatte ja City 1:0 gewonnen. Und dann im Rückspiel, ja, das war dann aber auch nicht von Atletico alles ganz schön, von daher schon verdient im Halbfinale. Jetzt kann Real es besser machen wie der Stadtrivale. Ist auch ein bisschen stärker einzuschätzen als
Atletico. Allerdings hat Real halt das Hauptproblem, dass sie zu sehr von Benzema abhängig sind, der eine super Saison spielt. Aber wenn City es schafft, ihn kalt zu stellen, dann ist das natürlich der Schlüssel zum Erfolg. Aber wir wissen natürlich alle ganz genau, dass Pep Guardiola sich schon sehr oft im Halbfinale oder auch davor schon in der Champions League in wichtigen Spielen vercoacht hat. Das ist einem Ancelotti, der ja drei Champions League Titel mit verschiedenen Vereinen gewinnen konnte, nicht so häufig passiert. Deswegen hat er dementsprechend auch mehr Titel als Pep Guardiola. Ich hatte dazu ein hitziges Streitgespräch mit einem Freund darüber, ob Guardiola der beste Trainer der Welt ist. Was haltet ihr davon? Ich habe gesagt, es gibt jede Menge bessere Trainer, unter anderem vielleicht sogar Carlo Ancelotti. Das wäre jetzt vielleicht sogar die Möglichkeit, dass es bewiesen wird oder zumindest mal wieder bewiesen wird. Wenn Pep hier endlich mal einen Titel holen würde, dann würde ich auch meine Meinung nicht ändern, denn er hat es auch in der Vergangenheit zu oft einfach nicht bewiesen, dass er der Beste der Besten ist. Da gibt es halt einfach viele andere, die aus weniger Mitteln mehr gemacht haben und dazu zähle ich auch Jürgen Klopp und Ancelotti auch unbedingt, weil er es ja auch mehrmals bewiesen hat. Aber das ist ein anderes Thema. Die Frage ist halt nur, wenn du auf Manchester City setzt, weil sie jetzt zu Hause spielen und weil sie halt das teuerste Team haben, das ist mir irgendwie nicht diese 1,5er-Quote wert. Sie können dieses Spiel natürlich gewinnen. Ich denke sogar, sie gewinnen knapp, weil sie den Heimvorteil vielleicht sogar haben. Aber ich würde niemals jetzt bei der Quote drauf wetten. Dass viele Tore fallen, glaube ich auch nicht. Eher ein Unterspiel, vielleicht auch wieder ein 1-1. Dann hätte man hier beim X vielleicht sogar Value. Und das gefällt mir sogar richtig gut, wenn du sagst, wir setzen hier nur eine Vierteleinheit auf ein X, kannst du eine Einheit gewinnen. Wenn du jetzt auf einen Sieger hier tippst, der Manchester City heißt, dann kannst du im Prinzip relativ wenig gewinnen und das Risiko, dass du diese Einheit, die du drauf setzt, verlierst, ist halt leider zu hoch. Wenn es am Ende gut geht, kannst du sagen, ich habe Scheiße erzählt. Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber vom Chancen-Risiko-Verhältnis, und darauf kommt es beim Wetten an, ist das einfach keine gute Angelegenheit. Dann schon vielleicht eher darauf zu spekulieren, dass Real nicht mit mehr als einem Tor Unterschied verliert. Und dann haben wir doch eigentlich eine Wette, oder? 1,83 und dann hoffen, dass die Realabwehr steht. Andererseits haben sie gegen Chelsea auch 3 Tore kassiert. Das ist dann natürlich auch nicht unbedingt die beste Wette. Ich würde hier den Einsatz gering halten, den Spaß und den Fokus eher drauf legen, dass ich vielleicht das ein oder andere Bier mehr kaufe dann bei diesem Spiel und mir dieses Spiel schön trinke. Muss ich wahrscheinlich gar nicht, es wird es wahrscheinlich eh. Und deswegen würde ich lieber einen kleinen Einsatz auf ein X setzen, als einen großen Einsatz auf einen Manchester City Sieg. Oder eben auch einen relativ großen Einsatz, der fällig wäre auf dieses, dass Real nur mit einem Tor Rückstand verliert, weil das steht ja auch dann auf wackeligen Beinen. Also sehr, sehr interessantes Spiel, aber natürlich dementsprechend auch schwierig zu tippen. Dass beide treffen, 1,85, ebenfalls eine Option, aber meine finale Wette ist einfach das X. Wie siehst du das? Schreib es auch gerne zusätzlich in die Kommentare, was deine Lieblingswette bei diesem Spiel ist und dann auch die Quote dazu. Und dann sehen wir uns wieder bei der Bundesliga und dann auch wieder mit Chris. Bis dann, danke.